In diesem Video schauen wir uns die Fritz Deckt 500 von AVM an. Es handelt sich dabei um eine smarte Lampe, die am Ende mit dem Smartphone gesteuert werden kann. Wir schauen uns jetzt an, wie wir diese Lampe mit der Fritzbox koppeln können und wie wir im Fehlerfall vorgehen. Im ersten Schritt werden wir die Lampe in eine E27-Fassung schrauben. Wir werden sehen, dass die Lampe rot leuchtet. Das bedeutet, sie ist erstmal nicht gekoppelt. In den ersten 2 Minuten nach der Inbetriebnahme ist sie kopplungsbereit, danach nicht mehr. Sobald die Lampe eingeschaltet wurde, gehen wir zur Fritzbox und drücken die Deckt-Taste für 6 bis 7 Sekunden. In der Anleitung steht 6 Sekunden, ich hatte bessere Erfahrungen mit 7 Sekunden. Ihr könnt auch ganz einfach so lange drücken, bis die Deckt-Taste das Blinken anfängt. Die Lampe Deckt 500 signalisiert mit einem grünen Leuchten, dass die Kopplung erfolgreich war. Sollte es bei dieser Prozedur zu Problemen kommen, muss man die Lampe einfach in den Werkszustand setzen. Das kann man tun, indem man die Lampe für 2 Sekunden einschaltet, dann wieder ausschaltet und auch da wieder 2 Sekunden wartet und wieder einschaltet. Das Ein- und Ausschalten wiederholt man insgesamt 5-mal. Durch diese Prozedur sollte sich die Lampe in den Werkszustand versetzen. Jetzt könnt ihr mit dem Video von vorne beginnen und mit der Kopplung starten. Wenn euch dieses kurze Tutorial gefallen hat, dann freue ich mich selbstverständlich über ein Abo und über einen Daumen nach oben. Im Outro bekommt ihr noch ein paar weitere interessante Videos und könnt auch meinen Kanal abonnieren.